Hallo, liebe Zuschauer. In der Fußball-Regionalliga West unterlag gestern Abend der SV Waldhof Mannheim im Carlo-Benz-Stadion vor 10.000 Zuschauern der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 Toren. Soweit die Ergebnisberichterstattung. Was sich darin nicht ausdrückt, ist die Tatsache, dass das Spiel 20 Minuten lang unterbrochen war wegen randalierender Fans und dass es kurz vor dem Abbruch stand. Und was das ebenso wenig sagt, ist der Inhalt der sogenannten dritten Halbzeit. Hooligans beider Vereine beschäftigten die Polizei noch Stunden nach dem Spiel und sie richteten erheblichen Schaden an. Ausnahmezustand nach Spielende rund um das Stadion. Polizisten riegeln die Theodor-Heuss-Anlage ab. Sie halten sogenannte Fans des SV Waldhof in Schach. Dabei kommt es nicht nur zu verbalen Attacken, sondern auch zu Handgreiflichkeiten und Steinwürfen. Feuerwerkskörper fliegen, setzen trockenes Gebüsch in Brand. Mit massivem Wassereinsatz werden die Hooligans zurückgedrängt. Die Polizei verzeichnet im Verlauf des Abends 36 Festnahmen. Zum gleichen Zeitpunkt befindet sich ein Großteil der rund 1.500 mitgereisten Lauterer-Fans noch im direkten Bereich des Stadions. Ebenfalls umringt von starken Polizeikräften. Auch hier ist die Stimmung aggressiv. Die Polizei setzt Pfefferspray ein, um die Masse einzuschüchtern. Damit setzt sich nach dem Spiel nahtlos fort, was sich schon während der brisanten 90 Minuten im Stadion anbahnt. Denn schon in der Halbzeitpause kommt es zu heftigen Krawallen. Der Verein verurteilt natürlich auf Schärfste, was gestern Abend passiert ist. Das allein wird nichts nützen, das hat der Verein in der Vergangenheit auch schon immer getan und mit Floskeln quasi dahergeredet, dass sowas zukünftig vermieden werden soll. Wir können es anscheinend nicht verhindern. Ich glaube nicht, dass es andere Vereine auch verhindern können. Und man muss sich ernsthaft Gedanken machen, wie jetzt in der Zukunft diesbezüglich reagiert werden soll. Immerhin gelingt es rund 500 Polizeibeamten bis zum Schluss, die gewaltbereiten Fans beider Vereine auseinanderzuhalten. Die FCK-Anhänger werden unter strenger Bewachung in 5 bereitgestellten Bussen zum Hauptbahnhof gebracht. Die Platzkapazität der Fahrzeuge reicht freilich bei weitem nicht für alle aus. Also müssen die Busse zwischen Stadion und Bahnhof pendeln. Die Besucher aus Kaiserslautern müssen so lange im Stadion ausharren. Es ist erst 90 Minuten nach dem Schlusspfiff geleert. Jetzt wird das Ausmaß der Schäden im Stadion deutlich. Sie sind fast ausschließlich im Gästeblock festzustellen. Die Randalierer haben vor allem die Toilettenanlagen auseinandergenommen. Waldhof-Geschäftsführer Leib beziffert die Reparaturkosten vorsichtig auf mehrere 10.000 Euro. Wir sind Betreiber des Stadions. Wir werden uns auch da mit der Stadt Mannheim in Verbindung setzen oder die Stadt mit uns, weil ich gehe davon aus, dass sie uns auffordern wird, natürlich das Stadion wieder in entsprechenden Zustand zu versetzen. Aber es geht um einen mittelhohen fünfstelligen Betrag und der Verein ist nicht in der Lage, den Betrag aufzubringen. Schauplatz des Fußballkrieges ist nicht nur das Stadion, sondern auch der Mannheimer Hauptbahnhof. Auch hier versuchen Teile des Waldhoflagers den Gästeanhang zu stellen. Doch die Polizei leitet den Buskonvoi mit den FCK-Fans zum Hinterausgang des Bahnhofs und die Westpfälzer direkt zum wartenden Sonderzug. So kommt es auch hier nicht zum direkten Aufeinandertreffen mit blau-schwarzen Krawallmachern. Um 22.30 Uhr verlassen die letzten Gäste aus Kaiserslautern den Hauptbahnhof. Der Spuk ist vorüber. Martin Boll, Sprecher der Polizei Mannheim, dass die Fans vom Waldhof und von Kaiserslautern Erzfeinde sind, das weiß man. Warum kam es trotzdem zu den Krawallen? Also wir wussten das natürlich im Vorfeld. Das zeigte auch schon die Tatsache, dass wir mit 500 Mann im Einsatz waren. Eine unvorstellbar hohe Zahl von Beamten für ein Viertligaspiel. Dass natürlich Waldhof-Fans, die sich frei bewegen können im Stadion, versuchen, an die gegnerischen Fans zu kommen. Das war klar. Deswegen haben wir die starken Kräfte auch über die Theodor-Heuss-Anlage oder später am Bahnhof gezogen. Aber einschließen oder verhindern kann man das natürlich nicht, dass sie versuchen, Kontakt zu kriegen. Wie beurteilen Sie Ihr Sicherheitskonzept? Ich denke, die Ziele haben wir erreicht. Das oberste Ziel war, eine Auseinandersetzung zwischen den beiden verfeindeten Fanlagern zu verhindern. Das ging absolut auf. Es kam nirgendwo zu irgendeinem Kontakt zwischen den Fanlagern. Mhm. Dass man da sehr viel Polizei dafür braucht, wussten wir. Das hat es auch gezeigt an dem Abend. Und dass man dann natürlich Abstriche machen muss in der Strafverfolgung, ist klar, weil da reicht dann diese hohe Zahl trotzdem nicht aus. Mhm. Neuralgischer Punkt war unter anderem auch, dass es nur 5 Busse gab, die Fans, die Kaiserslautern-Fans, zum Stadion und vom Stadion zurückgebracht haben. Bei 1.000 Fans ist es natürlich wenig.
Was ist da schiefgelaufen? Da muss man sagen, da kamen uns natürlich zwei Dinge in die Quere, die so nicht kalkulierbar waren. Wir wussten, dass etwa 500 Personen in dem Extrazug waren, also in dem Zubringerzug. In dem befanden sich im Übrigen dann auch die gewaltbereiten Fans. Auf die hatten wir uns eingestellt. Der kam allerdings über 20 Minuten zu spät am Bahnhof an. Und es hatte zur Folge, dass zwei S-Bahn-Züge, in denen sich auch Fans befanden, fast zeitgleich, einer davor, einer danach, auch ankamen und sich so die Ströme einfach vermengt haben. Und es war nicht möglich, diese Fans Gruppierungen zu trennen, sodass wir statt der erwarteten 500.000 Leute befördern mussten. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass es einen Stau gab, zumal auch viele erstmal gar nicht eingestiegen sind und dadurch auch schon ein Zeitverzug entstand. Dazu kam noch, dass die Verkehrsverhältnisse in Mannheim zu diesem Zeitpunkt wirklich extrem schwierig waren und trotz Begleitung mit Sondersignalen die Busse erheblich lang gebraucht haben, um vom Bahnhof zum Stadion und wieder zurückzukommen. Es gab heute einen runden Tisch mit diesem Thema. Gibt es da schon ein Ergebnis? Ich weiß, der runde Tisch hat heute am späten Nachmittag stattgefunden zwischen dem für Sicherheit und Ordnung zuständigen Bürgermeister und der Polizeiführung. Allerdings hatte ich jetzt noch keine Gelegenheit, mit dem Polizeipräsident Klotter zu reden. Es gab in der Halbzeit bereits Krawalle. Da wollten zum Teil Menschen rausgehen. Das hat die Polizei verhindert. Es waren Menschen, die Angst gehabt haben. Und sie durften trotzdem nicht gehen. Warum war das so? Das war eine ganz schwierige Situation für uns. Wir wurden ja massiv angegriffen im Bereich des Block A. Da ist der Abtrennzaun zu den Gästetribünen. Und wir wurden massiv beschmissen mit Steinen, zum Teil also wirklich solche große Steine, auch faustgroße Steine, Feuerzeuge, Gegenständen aus den Toilettenanlagen. Auch dort wurden beispielsweise Papierhandtuchhalter herausgerissen und Mülleimer. Und wir mussten einfach diese Situation bereinigen. Und da ging das nur, indem man diesen Bereich absperrt, um dann die Fans in die Blöcke wieder zurückzudrängen, wo sie sich aufgehalten haben. Dass es da zu Einschränkungen für andere Besucher kam, sehe ich ein. Das ist natürlich immer schwierig. Andererseits fragt man sich natürlich, ich habe viele auch gesehen, die in vorderster Front zugeschaut haben, warum sie dabei stehen bei gewaltbereiten Fans und nicht sich distanzieren. Letzte Frage, bitte um eine ganz kurze Antwort. Am 13. September ist das Spiel gegen Saarbrücken. Ist ähnliches Gewaltpotenzial da? Was werden Sie anders machen? Das werden wir jetzt evaluieren, wie man so schön sagt. Also wir werden schauen, wo man vielleicht noch Verbesserungen hat. Aber wir werden auf jeden Fall auch wieder einen massiven Einsatz haben, denke ich. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einschätzung und dazu jetzt ein Kommentar von Bert Siegelmann. Ich weiß, 99% der Fußballfans sind friedlich und sportbegeistert. Reden wir also mal wieder über das eine Prozent. Reden wir über das Spiel zwischen den Viertligamannschaften von SV Waldhof und 1. FCK im Mannheimer Karl-Benz-Stadion. Derby nennt man sowas. Rauchbomben, fliegende Steine, demolierte Stadiontoiletten, Spielunterbrechung. Hunderte von Polizisten, dazu Feuerwehr, Rettungsmannschaften, THW im stundenlangen Sondereinsatz. Die ganze Innenstadt im Ausnahmezustand. Der Hauptbahnhof für Stunden völlig aus dem Fahrplan. Wo man hinschaut, verängstigte, ratlose Menschen. Das Verhexte ist, dass der ganze Aufwand und die zigtausend Euro an Steuergeldern das Problem nicht lösen. Dieses 1% gewaltbereiter Fußballanhänger ruiniert den Sport. Es gilt ja schon als Erfolg, wenn die gegnerischen Horden halbwegs auseinandergehalten werden. Die Polizeigewerkschaft fordert zwar eine rote Karte für Gewalt und auch der DFB und alle Vereine ergehen sich stereotyp in Rechtfertigungsszenarien, wonach doch die meisten, eben jene 99% lieb und brav sind. Unterm Strich aber bleiben Zorn und Ratlosigkeit. Wenn wir es als Gesellschaft nicht schaffen, dummdreisten Krawallmachern die Grenzen aufzuzeigen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die uns auf der Nase rumtanzen. Und hören wir auf, Ultras und Hools tiefenpsychologisch schwermütig zuzugestehen, dass sie eben ihren Frust über die Arbeitswelt und das Leben allgemein durch solch verzweifeltes Aufbegehren dokumentieren. Quatsch. Die saufen sich kollektiv einen an und machen sich einen Spaß daraus, mal richtig die Sau rauszulassen. Auf unser aller Kosten. Das Rückspiel übrigens ist am 27. Februar in Kaiserslautern. Wie schön. Eine Einschätzung von Bert